Ja, Patrick, du hast lange für Alba gespielt, wohnst auch hier in Berlin. Wie sehr hast du dich gefreut, als du gehört hast, das Final Four kommt hier in die Hauptstadt? Ich habe mich sehr gefreut. Also ich habe zweimal selber daran teilgenommen als Spieler, konnte es einmal gewinnen, war 2009 noch in der Halle und habe das sehr genossen und bin natürlich froh, dass es wieder mal hier ist. Und wie enttäuscht warst du, als du die Teams gesehen hast, die hier beim Final Four spielen? Ich hätte Panathinaikos und Barca gerne hier gesehen, aber ich glaube, dieses Jahr war es einfach trotzdem eine faire Nummer. Also alle, die hier sind, haben es verdient. Ich glaube, das sagt jeder, aber es ist leider so. Es lässt sich auch nicht irgendwie leugnen. Und deswegen ist es auch okay so. Gerade hier in Berlin wäre es natürlich schön gewesen, auch mal ein deutsches Team im Final Four zu sehen. Was denkst du denn? Wie lange dauert das denn noch, bis wir das endlich schaffen? Und welches Team hätte denn das meiste Potenzial dazu? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich hoffe, dass natürlich früher passiert als später. Ich glaube, Bamberg hat dieses Jahr bewiesen, dass sie schon Potenzial haben, da oben mitzuspielen. Ich glaube, Bayern hat durch den finanziellen Background auch das, was sie ja aufbauen, glaube ich, auch mittelfristig eine Chance. Ich hoffe natürlich, dass auch Alba wieder mittelfristig irgendwie zur Euroleague findet und da die Möglichkeit hat, sich auch zu positionieren und hoffentlich auch vielleicht ein, zwei Jahre länger brauchen wird, aber dann auch in so einem Final Four oder zumindest daran kratzen wird, daran teilzunehmen. Ich glaube, die deutsche Liga ist sehr, sehr gut, ist sehr kompakt, entwickelt sich super. Und ich glaube, es ist eine der wenigen Ligen auch in Europa, die sehr, sehr dicht gestaffelt ist. Also wo du wahrscheinlich mindestens 10, 12 Teams hast, wo du nicht irgendwie hinfahren kannst und sagst, okay, wir gewinnen jetzt, sondern da ist jedes Spiel eigentlich wichtig. Wahrscheinlich tue ich jetzt 6 Leuten Unrecht und ihr werdet dafür einen Shitstorm kriegen. Aber es ist ja so, die Liga ist wirklich sehr dicht zusammen. Das sieht man ja auch an den Playoffs, wie da die Staffelung waren und den ersten 8 Positionen, wie das schnell sich ja nochmal gedreht hat. Und ich glaube, das ist eine sehr attraktive Liga, eine, die wächst und gedeiht. Man hat gestern im Halbfinale jetzt schon gesehen, eigentlich hat Fenner hier ein Heimspiel. Also was die Fenner-Fans da abgezogen haben, ist unfassbar. Wird das auch den Ausschlag morgen im Finale geben? Das wird natürlich helfen. Also wenn du ein quasi Heimspiel hast, das hilft natürlich. Und die Fans natürlich auch beim Buhne machen und die richtige Mannschaft unterstützen, was ja sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz, also CSK kann man nicht unterschätzen. Das ist eine sehr, sehr gut gecoachte Mannschaft, eine sehr gute Einheit. Ja, da machen die Kleinigkeiten schon sehr, sehr viel aus. Sind natürlich schon sehr guard-orientiert, aber eine Mannschaft, die wirklich auch Biss hat und kämpfen wird. Und deswegen wird es morgen ein grandioses Finale. Was ist dein Tipp? Also natürlich ist Fenerbahce wahrscheinlich Favorit mit den Fans. Aber CSK wird sich auf keinen Fall geschlagen geben und das ist natürlich auch super interessant. Das werden die Medien wahrscheinlich auch ausschlachten, dass Laszlo Obradovic gegen Nitudis spielt, also die ja ewig zusammengearbeitet haben und das wird schon spannend. Lass uns nochmal ganz kurz weggehen von der Euroleague. Du bist deutscher Rekordnationalspieler, hast demzufolge auch lange mit Dirk Nowitzki zusammengespielt. Dieser kleine Junge aus, oder sagen wir mal, der große Junge aus Würzburg ist jetzt Nummer 6 der All-Time-Scoring-Liste der NBA. War das in irgendeiner Form abzusehen? Abzusehen. Ich glaube, das hat er selber nicht abgesehen. Hat man sowas erwartet in irgendeiner Form? Also es war ja natürlich erstmal geil, dass es in die NBA geschafft hat. Der Weg dahin war ja auch perfekt gewählt mit diesem Hoop Summit, glaube ich, war das oder so, wo er gespielt hat und sich dann super präsentiert hat, glaube ich, alle anderen ausgestochen hat, die da rumgelaufen sind und auch zu Recht dann in die NBA gekommen ist. Ich glaube, er hat jedes Jahr sich entwickelt. Also sei es spielerisch, sei es mental, sei es in irgendeiner Form, ist jemand, der sehr diszipliniert arbeitet, viel trainiert, auf seine Ernährung achtet, trotzdem kein Eigenbrödler ist oder sowas, sondern immer, also Nationalmannschaft, immer ein super Mannschaftskamerad. Ich glaube, sonst hätten wir das alle nicht so lange mit ihm ausgehalten oder er nicht mit uns. Und insofern freue ich mich, dass er das geschafft hat. Und wenn er vielleicht noch ein, zwei gute Jahre hat, wo die Knie und die Füße noch einigermaßen mitmachen, also dann würde ich ihm raten, noch ein bisschen zu spielen, ja, solange es ihm Spaß macht. Er hat ja jetzt schon wieder angekündigt, eventuell den Rücktritt vom Rücktritt. Also wenn das mit dem Olympia-Quali-Turnier doch noch klappt, hältst du das für eine gute Idee? Auf jeden Fall. Die medizinische Abteilung der Nationalmannschaft wird sich freuen, 24-7 für Dirk da zu sein. Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und also, er ist einfach ein großer Spieler, ein großer Typ. Und auch wenn das jetzt hier im Sommer jetzt bei der Europameisterschaft nicht alles so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, natürlich auch mit ein bisschen Verletzungssorgen und aber da ist eine neue Generation, die da ranwächst und ich glaube, dass wenn man so jemanden in der Mannschaft hat, hat man schon Anführer. Bei der EM-Quali Ende August wird Dirk dann auf jeden Fall nicht mehr dabei sein, aber ein anderer hat schon seine Teilnahme bestätigt, Dennis Schröder. Wie siehst du denn seine Entwicklung? Ja, auch Weltklasse. Also das muss man einfach sagen, das ist hoffentlich nimmt das mir nicht übel, aber es ist ein kleiner Junge aus Braunschweig, der natürlich mit vielen Unwegsamkeiten zu kämpfen hatte in seinem Leben und die alle
gemeistert ist vielleicht zu viel gesagt, aber das ist, der sich durchgebissen hat, durchgekämpft hat, seine Chance ergriffen hat, dann in Braunschweig zu spielen, als sie da war. Und zu Recht da ist, wo er ist. Und auch jemand ist, der sich ja stetig entwickelt. Also da sieht man ja keine Stagnation der Leistung, sondern man ja immer schon, dass sich weiterentwickelt. Und er ist jung und da muss man auch viele seine Dinge wahrscheinlich muss man auch relativieren. Und das ist auch, vieles ist ja auch Lebenserfahrung und das kann einfach ein 21-, 22-Jähriger nicht haben. Wenn man das vom 35-Jährigen erwarten, kann man das erwarten von einem jungen Mann, da muss man auch ein bisschen weich sein. Wenn wir jetzt über das DBB-Team sprechen, ich habe mir hier mal ein paar Namen aufgeschrieben. Schröder, Giffey, Loh, Klein, Pleiß, Zirbis, Zipser, Kleber, Theis. Wächst da eine neue goldene Generation heran in der Nationalmannschaft? Also es ist eine sehr talentierte Generation, da fehlen wahrscheinlich noch 3, 4 Jungs. Und die Generation, die danach kommt, ist natürlich auch nochmal ganz vielversprechend. Also mit der Jugendarbeit, die jetzt gemacht wird, also wir bei Alba in Oldenburg, in Bamberg, in München, die versuchen was aufzubauen, in vielen kleinen Standorten, in Jena oder wahrscheinlich vergesse ich jetzt ganz viele, die sauer auf mich sind, aber die Jugendarbeit in Deutschland ist gut. Die muss natürlich weiter wachsen, die muss weiter professionalisiert werden und die Möglichkeiten müssen einfach auch ergriffen werden, die da sind und ausgebaut werden. Und ich glaube, Basketball hat eine große Zukunft, wenn man weiter auch auf die Jugend baut und den Jungs jetzt im Sommer das Vertrauen schenkt. Alles klar. Vielen Dank, Patrick. Und ja, viel Spaß beim Final Four morgen.